Gospodo i gospodže, dobrovečer. Danas novo nismo ništa dobro. Voilà, doviđenja. Er lebte als einer der ersten Polen offen seine Homosexualität. Szymon Niemitzsch, Mitbegründer des ersten Gay Prides 2001 in Warschau. Jetzt hat er seine Erlebnisse in seiner Autobiografie veröffentlicht. 1998 habe ich als Journalist bei einem Wochenblatt gearbeitet und wurde nach Warschau geschickt, um eine Reportage über das erste Manifest Homosexueller zu machen. Als wir ankamen, hat sich herausgestellt, dass gar keiner da war. Nur ein paar Journalisten und zwei Jungs, die nicht genau wussten, worum es ging. Ich dachte, dass ich etwas unternehmen muss. Ich konnte doch nicht zulassen, dass nur diese beiden die ganze Schwulengesellschaft repräsentieren sollten. Also habe ich sie gebeten, mir einen Zettel, einen Kugelschreiber und irgendeine Maske fürs Gesicht zu geben. Dann habe ich mich neben sie gestellt. Und so hat eigentlich alles angefangen. Am nächsten Tag habe ich einen Artikel in der Zeitung gesehen mit einem Foto von mir auf der ersten Seite. Und die Kündigung kam direkt danach. Nach seinem Outing wurde Szymon Opfer unzähliger Gewaltakte. Um sich zu schützen, installierte er Gitter vor seinen Fenstern. Diese Gitter haben mir das Leben gerettet, als hier zum ersten Mal mit einem Molotow-Cocktail ein Anschlag auf mich verübt wurde. Wenn sie nicht gewesen wären, hätte die Flasche das Fenster durchbrechen können und dann hätte ich wahrscheinlich ein großes Feuer löschen müssen. So brannte es nur am Fenster. Nach einem neuen Job suchte Szymon vergebens. Um den Lebensunterhalt und seine Autobiografie zu finanzieren, produzierte er gemeinsam mit seinem Freund Lee Andrew homoerotische Fotos und Videos. Sein Traum? Mit dem Erlös ein Schwulencenter in Warschau zu eröffnen. Eine Anlaufstation für Schwule und Lesben, die Hilfe suchen. Ein Ort, um sich auszutauschen.